Werte Damen und Herren, schönen guten Tag. Live von der Baumesse, heute ist der dritte Tag, Bau 2023 in München. Es ist schön, dass Sie mit uns im Livestream sind. Es freut uns sehr, sehr arg deswegen, weil wir haben die ganze Reise begonnen am 8. Dezember 2022 in Brüssel. In Brüssel waren wir zusammen, haben eine Aktion ins Leben gerufen. Fabian Hecker von Zaha Hadid Architects zusammen mit uns, wo wir gesagt haben, lass uns irgendwas zusammen tun, um eben Krebsforschung nach vorne zu bringen, um Sachen eben besser zu machen, eben uns auch zu engagieren. Wir haben dann eine Aktion ins Leben gerufen, es wurde ein Design ausgewählt. Wir sind dann zusammengekommen am 28. Februar 2023, also knapp 3 Monate danach, mit dem Türkonzept, was Fabian Hecker zusammen mit Clemens erstellt hat von Zaha Hadid Architects. Und diese Tür haben wir versteigert für einen guten Zweck. Der gute Zweck war Unterstützung vom Fonds d'Ensemble Cancer im Bereich von Luxemburg. Ich freue mich ganz arg, dass Frau Thomas, die Geschäftsführerin von Fondation Cancer Luxemburg, heute mit uns ist. Fabian Hecker von Zaha Hadid Architects ist mit uns. Und der Luc von Breva aus Luxemburg, der glückliche Ersteigerer der Tür, die nur ein einziges Mal gebaut werden wird. Sehr, sehr spezielles Design. Können Sie sich gerne auf den anderen Livestreams nochmal anschauen. Ich darf ein, zwei kurze Fragen für euch nochmal stellen. Ich möchte, Frau Thomas, mit Ihnen anfangen. Fondation Cancer ist eine allgemeinnützige Organisation. Was machen Sie konkret zur Unterstützung von Krebsforschung, von Krebsbekämpfung, von Krebs mehr oder weniger auch den Leuten zu unterstützen? Was ist Fondation Cancer im Detail? Ja, also wir haben uns 3 Missionen gegeben. Die erste ist natürlich, die Leute aufmerksam zu machen auf die Krebsrisikofaktoren, damit so wenig wie möglich Leute daran erkranken. Unser Hauptanliegen sind natürlich Krebspatienten, ihre Familien, ihren Kinder, ihnen zu helfen, damit sie mit dieser schweren Diagnose so gut wie möglich durchs Leben kommen. Ich glaube, das ist unser Hauptzweck, Hauptziel. Und dann natürlich die Krebsforschung, weil wir sind uns alle einig, ohne Krebsforschung gibt es keine neue Therapie. Und die neue Therapien machen eben die Hoffnung für Krebspatienten aus. Genau. Wir danken, wir sind sehr, sehr froh. Wir fanden das eine originelle Idee. Und ich glaube, die Summe ist auch fantastisch. Und wir freuen uns sehr, weil, wie schon gesagt, all das können wir nur tun mit Hilfe von Spendern, weil wir sind... Ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation, die jetzt nicht vom Staat unterstützt, sehr wenig vom Staat unterstützt. Genau, das war das, was mich dann bei dem Gespräch am 28. Februar, ich will nicht sagen schockiert, doch, es hat mich schockiert. Ne? Ihr gesamtes Budget ist zu 95% über Spenden finanziert und der Staat deckt nur 5% von den Bedürfnissen ab, die Fondation Cancer eigentlich hat im Jahr. Ne? Ja, also klar, und damit wir all das anbieten können und machen können, sind wir natürlich auf so großzügige Spenden angewiesen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Perfekt, vielen herzlichen Dank, Frau Thomas. Fabian, du von Zaha Hadid, du warst sofort mit dabei bei dieser gemeinnützigen Aktion. Warum macht Zaha Hadid bei gemeinnützigen Aktionen gerne mit? Und warum das Design, das du dann ausgewählt hast mit dieser Pivot-Tür? Wir haben, als wir dieses Gespräch geführt haben und die Idee erst aufkam, das sehr gerne angenommen, den Ball aufgenommen, diese Charity-Auktion zu machen. Das ist was wir gerne machen, und aber auch sehr genau schauen, welche Programme wir da unterstützen. Und das schien uns auf alle Fälle ein unterstützenswerter Ansatz. Und deswegen haben wir das sehr gerne mit Keller gemacht. Was uns die Herausforderung aus unserer Sicht oder das Interessante an dem Thema oder an diesem Türsystem, was entwickelt werden sollte als Haustür, war tatsächlich, dass es eine Pivot-Door ist, die sich eben unterscheidet von einer normalen Tür, die immer in einem Rahmen sitzt. Eine Pivot-Door ist eher Teil einer, ist eine flächenbündige Tür, die eben fast fugenlos in der Wand sitzen kann. Und dieser Aspekt einer fugenlosen Tür oder fast einer Dynamisierung einer Wand ist der Aspekt, der uns da sehr interessiert hat. Und auf der Grundlage haben wir auch versucht, eine Tür zu entwickeln, die sehr dynamisch ist, die ihr Aussehen verändert, je nachdem, welche Position sie hat. Sie sieht sehr anders aus, wenn sie offen ist, nicht nur, weil sie offen ist, sondern weil wir sie auch dreidimensional gestaltet haben. Es gibt also verschiedene Tiefen eigentlich in der Tür, die einfach räumliche Tiefe, die also den Eindruck ständig wechseln lässt der Tür, wenn sie auf und sich öffnet oder wenn sie offen ist, wenn sie geschlossen ist. Und dieser dynamische Aspekt ist der uns interessiert hat,
zusammen, wie gesagt, mit der Idee, dass das vielleicht in einer Wand sitzt und ein Teil einer Wand ist, weniger eine klassische Tür. Genau. Man könnte es ein bisschen auch übertragen, so symbolisieren, wenn du den mehr oder weniger beim Arzt warst und kriegst quasi die Diagnose, du hast Krebs, dann denkst du, du rennst gegen eine Wand, aber die Wand geht jetzt auf. Ja, das war vielleicht so ein bisschen das Grundthema von eurem Ansatz. Ne? Absolut. Und ich habe schon erwähnt, dass wir auch, das ist nicht das erste Mal, dass wir uns für dieses Thema engagieren. Wir haben vor gut 20 Jahren in Schottland ein Maggie Center entworfen. Das ist also ein Nachsorgezentrum für Krebspatienten, ebenfalls ein Charity-Projekt. Und insofern ist das für uns auch eigentlich in derselben Linie von Engagement, das wir regelmäßig machen. Klasse, vielen, vielen Dank. Und dann kam der 28. Februar. Wir hatten den Livestream, wir hatten eine Diskussion mit Frau Thomas, mit Fabian. Wir haben das Thema nochmal aufgearbeitet und wir haben dann eine Auktion gestartet gehabt am 8. Dezember letzten Jahres. Und in der letzten Sekunde hat Lück und die Firma Brewer, der Dominik und die Firma Brewer zusammen gesagt, ich möchte den letzten Punkt setzen und ihr habt dann insgesamt 15.000 Euro für die Eingangstür bezahlt, was ein riesen, riesen starkes Sümmchen ist, um die Sache zu unterstützen. Luc, warum habt ihr die Tür ersteigert? Ja, da würde ich sagen, das war für uns sehr schnell beantwortet, weil im Jahre 2023 ist Krebs immer nach wie vor noch ein Thema. Was liegt uns da näher, als auf dieses Thema einzugehen und dann auch diese Tür daraufhin zu ersteigern? Noch kam dazu, dass diese Tür einzigartig ist, dass es diese Tür nur einmal geben wird weltweit. Und wir sind den ganzen Tag in Luxemburg, wir arbeiten alle da, wir bauen ein neues Gebäude da oben in Quaviersch und wir bewegen uns in Luxemburg und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das für die luxemburgische Krebshilfe und ich denke, besser kann man das Geld nicht anlegen, würde ich mal sagen. Nee. Prima. Und Dank. Was uns wirklich freut ist, die Firma Brewer ist unser Exklusivpartner in Luxemburg und hat sich wirklich das auch mit auf die Fahne geschrieben gehabt, da karitativ tätig zu sein, wirklich zu unterstützen. Aber dann natürlich auch das schöne neue Gebäude mit einem sehr, sehr schönen neuen Bauteil zu verschönern, zusätzlich. Na? Für den Leuten diese Tür dann auch interpretieren können und zeigen können. Ich glaube nicht, ob jemand diese Tür kauft. Das ist dann auch ein anderes Thema, aber ja, wir sind froh, diesen Schritt gemacht zu haben und ich denke, es ist eine gute Sache. Nee, das ich denke, da haben wir nichts falsch gemacht. Genau. Mit. Die Tür kann sowieso keiner mehr kaufen, weil die gibt es nur ein einziges Mal. Da gibt es eine Seriennummer, da steht 001 von 001 drauf. Die wird kein zweites Mal mehr gebaut werden. Okay. Vielen Dank nochmal dafür. Es war eine schöne Geste. Dankeschön. Danke euch. Danke euch. Und was ist zusammengekommen? Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet, wenn ich das so sagen darf. Der Kameramann geht höchstwahrscheinlich jetzt auf den großen Scheck, um zu zeigen, was zusammengekommen ist. Insgesamt sind wir stolz, dass wir 20.000 Euro übergeben dürfen an die Fondation Cancer. Nachdem die Firma Brewer wirklich so generös war und 15.000 Euro mit in den Pott geworfen hat, haben wir von der Firma Keller gesagt, wir legen noch ein bisschen was oben drauf. Wir machen einen geraden Betrag draus, 20.000. Und wir sind sehr, sehr glücklich, Frau Thomas, dass wir gemeinsam Ihnen diesen Scheck übergeben dürfen und der Fondation Cancer dann hoffentlich ein bisschen was an Unterstützung heimkommen lassen konnten. Eine sehr generöse Unterstützung. Wir sind sehr, sehr froh darüber. Dankeschön. Also, vielen herzlichen Dank. Wir unterschreiben jetzt noch alle zusammen. Aha. Und Sie müssen jetzt nur gucken, wie Sie mit diesem Scheck nach Hause kommen. Ich werde überfallen werden. Ich darf mal kurz was vorbereiten. Das glaube ich auch. Passt nicht mehr in die Handtasche. Soll ich anfangen? Ja, genau. Fang du an. Lala. Danke dir. Nehmen wir den gleich auf. Dann gehen wir alle gemeinsam zusammen. Alle zusammen. Lück mit dazu, bitte. Ja. Genau. So. Ich bedanke mich ganz herzlich, Fabian. Ohne irgendwie zu zögern, sofort mit dabei gewesen zu sein. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich, an Clemens, an Sarah, dass ihr dabei wart.
Frau Thomas, dass Sie mit dabei waren am 28. Februar, dass Sie gesagt haben, ist eine coole Aktion, komme ich mit nach Trauwirsch und mache den Livestream mit. Und Lück, dir und Dominik, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr wirklich so intensiv dabei wart und das so unterstützt habt. Vielen herzlichen Dank. Und das soll nur ein Beispiel sein, wir können alle zusammen viel erreichen, wenn wir zusammenstehen.